Sieh dich gut vor, du wirst dort oben sicher wieder einen Meistergeist begegnen, sagte Professor Igitt und schickte uns auf den Uhrenturm. Halt die Ohren steif und den Schnauzer spitz, Luigi. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zurück zu Luigi's Mansion 2 HD. Wir sind dem nächsten Meistergeist auf der Spur und müssen jetzt im Uhrenturm das Uhrenturmtor öffnen. Und dafür haben wir ja vorab schon die Uhrzeiger wieder geholt, das Zahnrad. Und warum sind wir jetzt bitte schon hier unten? Ach, weil wir genau da sind, wo wir hin müssen. Okay. Na los, Luigi. Da fehlte das Loch in der Mitte, aber ich sag dazu jetzt nichts, ne? Luigi hat es eben gerade einfach mal reingepresst. So. Und um nochmal ganz kurz die letzte Folge Revue passieren zu lassen, in einer gewissen Art und Weise. Wenn ihr nicht wisst, welche Uhrzeit, ihr seht da eine 7, ihr seht da eine 3 und da eine 0. Genauso seht ihr hier die 19:30 und ihr seht es auch da hinten an der Uhr. Jetzt nicht, okay, aber in einer anderen Perspektive hat man es gesehen. Und man sieht da hinten noch ein Stück und hier sind Spinnen, okay. Ja, also wenn ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Einfach wirklich bis 7.30 Uhr drehen. Und dann könnt ihr hier rein. Und da oben müssen wir jetzt hin. Aber zuallererst holen wir uns den da. Okay, das heißt, die fehlen uns eigentlich nur zwei, ne? Können ja noch alle Spinnweben einsammeln, was wir irgendwo finden. Ach Mann. Na komm her. Sonst noch hier irgendwo? Ja, da ist noch ein Spinnwebchen. Spinnweben. Jawohl. Das Geld nehmen wir auch. Ich hoffe, jetzt haben wir alles. Ich gehe jetzt hier nochmal lang, weil hier waren ja auch die Buhus. Aber die haben ein Gemälde von einem unserer besten Freunde. Beziehungsweise ist ja gar kein Freund. Es ist ja mein Bruder. Okay, spätestens ab hier mal eine Unbekannte. So schnell bin ich noch nie eine Leiter hoch. Oh.
Hallo, Monsieur Geist. Okay, also erstmal Geister einsammeln. Geld immer her. Wieso habe ich den nicht erwischt? Ja, moin! Immer komme ich wieder da drauf auf die Taste aus Versehen. Jetzt werden es wieder mehr. Na komm her. Okay, wir wissen, es sind drei Phasen, es sind immer dreimal die Geister. Ernsthaft? Das war ja easy. Ich brauche noch gar nicht drücken. So, jetzt habe ich es aber alle drei. Oh, nicht schon wieder die. Nein. Oh, komm. Die sind so nervig. Jetzt kommt die 8. Was ist das? Ach, nö. Nö, 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 nö. Ah, das ging ja noch. Also geldtechnisch geht hier einiges gerade. Ja, komm. Thank you.
Okay. Die letzten vier Geister. Oh nein. Hä? Nein, 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 nein. Lass nicht los. Okay. Uff, das war... Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet mit dem... Okay. Das ist jetzt ein Witz von euch, ne? Ah, Happy Birthday, Leute. Happy Birthday. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Energie. Wow, 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 wow. Komm her. Komm her. Also, den habe ich. Ach du meine Güte, die brennen ja. Wow. Wo bist du? Denn die Zeiger. Nein. Oh, ich hab ihn, endlich. Oh. Was für ein knapper Bosskampf, ey. Ja. Fabelhaft, Luigi. Diesen Meistergeist hast du es wirklich gezeigt. Mit Urgewalt sozusagen. Bleib, wo du bist, ja? Ich hole dich schnell zurück.
Ernsthaft? Goldrang? Für was? Ich habe so viel Lebensenergie verloren und habe da einen Goldrang bekommen? Ich verstehe es nicht. Ist jetzt der Goldrang zeitabhängig? Lebensenergieabhängig? Keine Ahnung. Ein Triumph, mein Lieber, ein Triumph. Richtig heldenhaft, wie du diesen Geistermeister die Flausen ausgetrieben hast. Heiliger Polterspuck, ich höre ihn richtig im Schreckweg 0915 rummoren. Wir sollten ihn lieber schnell ins Gehege befördern. Das Juwel? Ja? 52, okay. Na, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Jetzt, wo ich auch weiß, wie ich mehr bekomme, ist es auch kein Ding. Ingenieurshof, Operation Irrlicht. Okay. Je länger so ein Meistergeist ein Finstermundstück besitzt, desto stärker scheint er zu werden. Gut, dass ich eifrig an Extras für den Schreckweg 0915 arbeite. Na dann, das Finstermundstück ist sicher wieder voller dunkler Energie. Machen wir es sauber. Ab auf den Schallplattenspieler! Auf den Plattenspieler. Eine Eiswelt, es musste ja so sein, ne? Es geht wunderbar voran. Doch wir haben noch nicht alle Finstermundstücke gefunden. Es gibt also noch einiges zu tun. Schauen wir so schnell, was der Nebel diesmal enthüllt hat. Okay. Oh, ich sehe glitzernde Gipfel in höchsten Höhen. Das ist die kälteste Gegend des Nachtschattentals. Ich hoffe, du hast Winterunterwäsche dabei. Kann ich da nochmal den Rekord sehen? Was macht das jetzt für einen Unterschied, bitteschön? Da hatte ich den auch auf Gold. Hä? Ich schnell sich, wie viel hatte ich hier? Viel weniger Herzen verloren. Heißt es, ich muss viele Herzen verlieren, damit ich Gold bekomme? Okay, da würde ich... Gut, da würde ich vielleicht... Da würde ich mitgehen. Aber sorry, Leute. Schaut euch das hier nochmal an. 177 Herzen verloren. Gold. Ich schnall's nicht. Ich hätte jetzt hier bei den ganzen gesagt, hier musst du 0 verlieren. Wobei, wenn ich hier 20 verloren habe, ist auch schon ein bisschen ärgerlich. Aber ich schnall's einfach nicht. Es will nicht in meinen Kopf, Leute. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man das besser machen kann. Aber was wir besser machen können, ist bestimmt den Schneebergwerk in den nächsten Parts. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin Eutro. Haut rein. Tschö, tschö.